Die SNB setzt auf tiefe Schulden und Geldwertstabilität, ein Erfolgsrezept? Natürlich ein Erfolgsrezept. Die Frage ist einfach, in welcher Zeit wir uns befinden, ob das überhaupt alles so möglich sei. Das ist die große Frage. Und Ihre Meinung dazu? Ich beobachte die Finanzmärkte und sehe, dass im Aktienbereich eigentlich eine erstaunliche Resilienz herrscht, also eine Stabilität sozusagen fast. Es ist vielleicht eine Geröllhaltenstabilität, also die Steine ineinander und sie können einfach nicht mehr weiterrollen. Aber es ist eine ablesbar an den doch eigentlich geringen Rückschlägen in den letzten paar Monaten. Ich meine, wir haben viel erlebt, wir haben eine Pandemie erlebt, wir haben eine Staatsschuldenkrise, keine Frage. Wir haben eine Zinswende und jetzt noch ein Krieg, der auch noch auszuarten droht in eine größere Veranstaltung. Das miteinander müsste eigentlich zu sehr viel mehr Volatilität führen, aber nein, irgendwo gibt es da einen stabilisierenden Faktor, der Markt heißt. Die SNB könnte Ihrer Ansicht nach jetzt auch die Zinsen wieder erhöhen? Ich glaube, da besteht Spielraum, beziehungsweise nicht nur das, sondern es ist ein gewisser Imperativ, wenn die Teuerungsraten steigen und es dann vielleicht sogar zu einer richtig inflationären Entwicklung kommen könnte. Das gilt es zu verhindern, wenn irgendwie möglich. Diese ist im Ausland bereits da, die Schweiz ist mehr oder weniger verschont. Klettert die Inflation noch höher? Mit Sicherheit wird es Engpässe geben im Versorgungsbereich und die normale Antwort auf Engpässe sind Preiserhöhungen. Man muss nicht erschrecken über diese, das ist auch ein Teil, der von der Wirtschaft auch absorbiert werden kann. Die Wirtschaft ist flexibel und die Preise sind da, um auch eigentlich Informationen weiterzugeben, Signale weiterzugeben. Was sicher nicht passieren darf, sind irgendwelche Preisbeschränkungen, künstliche. Mit Blick auf das Ausland, dort steigt die Inflation oder ist vielleicht jetzt auch schon angekommen an der obersten Grenze. Die EZB hat bisher noch nichts gemacht. Was sagen Sie dazu? Ja, die EZB ist aus meiner Sicht in einer schwierigen Situation, weil eben hier in Europa schon noch Staatsschuldenkrise herrscht. Das heißt, gewisse Länder sich schwer finanzieren könnten, unter anderen Zinsbedingungen und auch unter der Bedingung, dass die EZB eigentlich der ultimative Käufer ist. Da rauszukommen ist schwierig. Ich sehe den Weg persönlich nicht und bin froh, nicht Organ dieser Institution zu sein.